damit begrüße ich euch jetzt ganz herzlich zu einem neuen Let's Show. Und zwar geht es heute um das Spiel Among Us, welches am 15.12. für die Nintendo Switch erschienen ist. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Kommunikations-Party-Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich so nennen sollte, ja, aber anders ausgedrückt, es hat so ein bisschen was von Cluedo. Das Spiel ist für 1 bis 10 Spieler und ist in den verschiedensten Sprachen auf der Nintendo Switch verfügbar. Jetzt muss man dazu sagen, auf PC, Android und iPhone sind es nur 5 Sprachen, auf der Switch sind es dann bei weitem schon mehr. Ich kann das gerne auch einmal ganz kurz zeigen. Ihr könnt nämlich hier unter Daten die Sprachen auswählen und ihr seht hier Englisch, Spanisch, Portugiesisch in verschiedensten Varianten, Koreanisch, Russisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch und nochmal Spanisch. Es gibt verschiedenste spanische Variationen, ja. So, und um ein Let's Show hier entsprechend euch mal zu zeigen und dass es nicht immer mit irgendwelchen Randoms ist, habe ich mir meine Kanalmitglieder genommen. Okay, ich musste ein bisschen betteln, ja. Aber ich habe ein paar Kanalmitglieder, die sich geopfert haben und gesagt haben, hey, wir wollen das mit dir zusammen machen, lieber Troplay. Und da fange ich jetzt am besten gleich mal an mit den Damen. Und da haben wir einmal Black Moon. Hallo. Einmal das Flitzinchen. Hallo. Und dann kommen wir auch schon zu den Männern. Sehr geringer Frauenanteil, wobei, wenn wir den Pox dazu zählen, dann haben wir da als nächstes unsere Mann, Frau, wie auch immer. Das mit dem Geld machen wir später oder machst du das, überweist du jetzt gleich noch? So, dann haben wir ja noch unsere Ostfraktion, das ist dann der Darklink. Hallo. Ja, okay, Black Moon zählt auch noch zur Ostfraktion. Und dann haben wir noch den Dorian. Moin. Moin. So, man muss dazu sagen, ich selber habe keine Erfahrung mit Among Us, nicht ein bisschen. Ich weiß so circa, wie gesagt, um was es geht, aber das war's dann auch schon. Während hier, glaube ich, das Flitzinchen und Black Moon das Spiel schon gespielt haben und schon wissen, um was es geht, richtig? Ja, ich spiele das schon ein bisschen länger und spiele das recht oft und auch gern. Profi. Genau, Profi. Und Dorian, wie sieht es bei dir aus? Hast du das Spiel schon mal vorher gespielt? Mal angespielt, um zu gucken, wie es funktioniert. Okay. Fox kennt es wahrscheinlich nur aus irgendwelchen YouTube-Videos, genauso wie ich. Ich spreche jetzt erst wieder, wenn mein Geld auf meinem Konto ist. Und der Darklink ist hier in dem Augenblick der Vertreter der Fraktion Trouble in Terrorist Town, was dann auch eine Anspielung von dem Spiel ist. Genau. Genau. So, und wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Ich werde jetzt hier ein Spiel hosten und die Leute können mir dann natürlich joinen. Und ich mache jetzt hier, wir sind jetzt 6 Spieler. Das heißt, dann mache ich mal 6 Spieler an. Ein Verräter sollte reichen, wobei bei 6 Leuten. Flitzinchen, deine Erfahrung? Nee, lieber eine, weil mit 2 wird es ein bisschen langweilig, weil dann sind die unten ein bisschen sehr kurz. Okay, gut. Dann bestätigen wir mal 6 Spieler, das passt ja. Und dann muss ich euch jetzt als nächstes den Code mitteilen oder beziehungsweise den Disconnected from the Server. Ja, fängt ja schon mal super an. Du musst aufpassen, dass du die Region auf perfekt. Europa stellst. You're disconnected. Packet size 18 was not act after resend. Ja, nee, ist klar. Region, warte mal, kann ich die hier einstellen? Achso, ZR, Europa. Ja, das muss aber auch jeder einstellen, sonst kommt er nicht in rein. Okay. Ist schön. Toll. Aber schön, hat er wieder umgeändert. Europa. Cool. Eben gerade einmal zum Testen hat es funktioniert, aber jetzt will er irgendwie Europa nicht nehmen. Anscheinend ist der europäische Server down. Ja, müssen wir auf dem anderen probieren, aber ich weiß nicht, ob jeder weiß, wo man das sieht. Okay, dann nehme ich jetzt den nordamerikanischen. Probier es mal mit dem, der läuft eigentlich immer recht gut. Nordamerika? Also machen wir alle auf Nordamerika. Nope. Nordamerika läuft auch nicht. Was ist denn mit dem asiatischen? Ja, ich meine, mein Chinesisch ist ein bisschen eingerostet, aber... Oh, Asia funktioniert. Asien funktioniert. Weiß jeder, wo man das findet?
Unten rechts in der Ecke oder wie auch immer. So, das ist bei jedem gleich. Den Code habe ich jetzt den Leuten im Discord mitgeteilt. Toll, und ich bin nicht im Discord dran. Okay, WEGHVF. Moment. Jetzt bitte nochmal. White Moon. Genau. White Moon Echo Golf Hotel V, also Foxtrot, Foxtrot und oder Vogel, nehmen wir Vogel. Stimmt, Foxtrot wird mit F geschrieben, ne? Verdammt. Vergessen wir es lieber. So, Black Moon ist aber schon mal drin. Und sie hat ein Ei auf dem Kopf. Aber bestätigen. Ja. Dorian ist auch da. Der Darklink ist da. Bei Box geht's nicht, mir ist das Spiel abgestürzt. Mann? Brauch noch einen schönen Partyhut. Ich kann mir nicht aufsetzen. Womit ich unschuldig aussehe. Ah, komm, hier. Ah, ne, da sind Patronen dran. Ein Koch ist immer unschuldig, oder? Ah, komm, dann nehmen wir eine Baseball-Cap. Baseball-Cap passt doch. Wobei, halt, warte. Bin auch da. Gut, aufgrund der Covid-19-Sache sollte man dann doch vielleicht mal an den Mundschutz denken. Notfalltreffen, 15 Sekunden. Ich muss jetzt mal dumm fragen. Ihr seid doch schon auf dem Europe-Server. Ich habe da gerade was mitbekommen, aber ich habe nicht zugehört. Asien. Ja. WEGHVF. Vielleicht geht's jetzt. Ah. Okay. Kommando ist online. Dann haben wir jetzt alle. Ja, ihr seht, 6 von 6 Spielern. Empfohlen, Karte ist Geld, Verräter 1, Rauswürfe bestätigen an, Notfalltreffen 1, anonyme Abstimmen aus. Ja, anonym machen wir jetzt mal nicht, weil wir kennen uns alle, von dem her alles gut. Und dann, ja, würde ich sagen, ohne große Umschweife starten wir einfach mal in 4, 3, 2, 1. Unter uns ist ein Verräter. Nochmal kurz zur Erklärung. Normalerweise macht man jetzt das Mikrofon aus und erledigt erstmal Aufgaben und so. Ja, und erst wenn jemand Notfallmeldung machen wird, werden Mikros wieder angemacht. Und wenn jemand tot ist, bleibt das Mikro eigentlich auch aus, weil ich das kenne. Mhm. Und die tot sind, müssen ihre Aufgaben weitermachen. Ja, soll ich es machen. Also Mikros erstmal aus, würde ich sagen, ne? Ich sehe das jetzt nicht so schlimm, wenn wir da die Mikros aus haben. Na, ja, könnte anders sein. Darf sich halt bloß nicht verraten. Aufgabe erledigt. Ja, der Reaktor ist repariert. So. Wir müssen also jetzt hier Aufgaben erfüllen und während wir diese Aufgaben erfüllen, ist hier irgendwo bei uns ein Verräter. Und ich darf natürlich jetzt aber auch da nicht sagen, wenn ich den Verräter sehe, sollte ich natürlich auch die Klappe halten, fairerweise, und nicht sagen, ah, die Black Moon war's! Das macht natürlich dann keinen Sinn, ne? Nee, doch, du, naja. Wenn ich tot bin? Dafür ist ja dann die Notfallsitzung da. Wenn du vermutest, dass ich jetzt der Verräter wäre, dann machst du Notfallsitzung und dann kannst du sagen, hier, ich glaube, Black Moon war es, hat was Verdächtiges gemacht oder sie kam gerade aus dem Raum, wo die Leiche gefunden wurde. Oder ja gut, aber ich sehe ja, wenn du mich getötet hast, oder? Das siehst du. Dann musst du eigentlich ruhig sein. Ja, das meine ich ja gerade, genau. Das ist verdächtig gewesen. Leute, der Darklink hat mich die ganze Zeit verfolgt. Das ist verdächtig. Ja. Datenupload. Aber hä? Kann man jetzt noch Daten uploaden? Du hast oben rechts ein Kartensymbol. Drück einfach mal drauf und die Ausrufezeichen, die dir da angezeigt werden, das sind deine Tasks. Ah. Bitteschön. Dankeschön.
Kann das sein, dass noch alle leben? Also ich sehe den... Ich sehe noch den Dorian. Schau, ich kann mal... Ich schau mal, weil da das siehst ist der du. Hallo Black Moon! Ich weiß noch nicht, was man Oh. Jemand tot? Ja. Oh. So, ganz kurz, ich werde meinen Voice jetzt stumm schalten, damit ihr es dann seht, aber werde es trotzdem kommentieren. Ja, ich lasse die jetzt hier diskutieren und dann sehen wir weiter. Und ich muss dazu sagen, Darklink kam aus der Ecke. Ich glaube, die ganze Zeit muss der rennen rum. Wo hast du denn den gefunden? Wo liegt er denn? Oh, wie nennt sich das? Mach gerade die Kamera an, also wenn du Base links oben, rechts oben, keine Ahnung. Der liegt, wenn du von der Kamera runter gehst. Sag einfach oben oder unten? Unten. Ich hab gerade gesagt, wenn du von den Kameras runter gehst. Die Kameras? Also dafür habe ich gerade oben gesehen, wo dieses Hospital ist oder was das ist. Ja, genau. Oh, ich weiß nicht mehr, wie sich das nennt. Nein, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Räume heißen. Aber ich muss dazu sagen, Darklink kam aus der Richtung, wo Troplay liegt. Okay, also Verdacht ist Darklink. Er darf sich natürlich rechtfertigen, ob es war oder nee, oder sich rausreden, jemand anderen verdächtigen, wie auch immer. Ich bin drum rumgelaufen. Hab doch keine Ahnung. Bist du rumgelaufen? Bist du rumgelaufen? Also ich sag, Darklink ist es, weil er da aus der Richtung kam. Also ich möchte jetzt mal Darklink ganz kurz entlasten. Flitzi, du hast erstens mal Dro gefunden. Ja, weil das normal ist. Dro hat vorhin schon gesagt, Darklink verfolgt mich die ganze Zeit. Also, Ihr könnt's nicht glauben, ihr könnt auch skippen, aber... Habe ich auch. Wie wurde ich jetzt überhaupt? Oder wie mache ich das überhaupt? Du musst unten auf Skip drücken. Und unten auf Skip. Ich schließe mich der Mehrheit an, Darklink. Was? Na, mach's halt. LOL. Doch nicht so nett. Ja, gut. Ja. LOL. Also ich muss jetzt ganz kurz dazu sagen, Interessant fand ich, weil der Dorian war auch die ganze Zeit in meiner Nähe. Du kannst doch wieder mitquasseln. Ich muss ganz kurz für euch auch, ganz kurz, ich habe das jetzt gerade den Zuschauern erklärt. Ich muss ganz kurz dazu sagen für euch, der Dorian war aber auch die ganze Zeit in meiner Nähe. Das war jetzt wirklich ein Glücksgriff, weil der Dorian, den habe ich nämlich gerade noch gesehen, wo er mit mir da im Maschinenraum war. Nee, Elektrizitätsraum war das, ne? Genau, ja, da habe ich noch Aufgaben erledigt. Genau, darum, also Flitzinchen, das war jetzt nicht schlecht, aber der Dorian war nämlich auch genau in der Nähe. Der Darkling kam dir entgegen, das war jetzt wirklich ein Glücksgriff. Das ist halt das Problem, man kann nur aus Versehen mit den Falschen raushauen, das passiert. Mhm. Darum. Aber okay, gut, das war jetzt eine Runde, ja, das war jetzt so zum Warmspielen, ich sag Play Again. Mich hat's rausgeworfen. Mich auch. Es sind ganz viele raus. Ja, aber immer noch das gleiche Passwort, WEGHVF. So, Dorian ist wieder da. Blitzi ist wieder da. Und ja, Flitzinchen hat nicht reingepasst. So, dann starten wir mal. Flitzi ist doch da. Klopapier im Angebot. Jetzt. Okay. Da. So. Also wie war das jetzt nochmal? Die Aufgaben erstmal erledigen, ne? Ja, genau. Weil du kannst auch mit die Nicht-Verräter können auch mit den Aufgaben gewinnen, wenn jeder seine Aufgaben erledigt. Ja. Wenn alle fertig sind mit ihren Aufgaben, haben wir auch gewonnen. Okay, warte mal. Ach, ich muss ja ganz woanders hin. Ja, ich, ich,
Ich muss auch erstmal klarkommen, wo ich hier hin muss. Muss man denn? Ach, da ist der Antrieb. Ich muss zum Antrieb. Ah, wo ist der Antrieb? Wo ist der? Ah, da. Eigentlich doch ja die Reden, weil dann wissen wir zum Beispiel, dass du es wahrscheinlich nicht bist, wenn du dort und dorthin musst. Das kann zwar auch ein sehr gutes Ablenkungsmanöver sein. Was wäre? Also Leute, na, also ich habe eine Turbine in den komischen Kopf da. Ich habe genau neben der Leiche gesehen. Ich habe es aber nicht gleich gemeldet, weil ich es zu spät gesehen hatte, weil meine Aufgabe. Ja, ich wollte ja gerade melden. Ich weiß aber nicht, wie es geht. Ich habe einen Knöpfe gedrückt jetzt. Du, oh, also du hast den Darkling, so. Du hast den Darkling da gesehen, aber wer sagt nicht, dass du es da warst, wenn du auch da warst? Ja, ich bin gerade dort in den Raum gekommen. Ja, klar, kann ich so gewesen sein, weil ich es jetzt so sage, aber. Hat ich habe ihn aber gerade gefunden. Und er ist gerade so um Plizinchen rumgerannt. Also ich weiß nicht, ob er sie wirklich gefunden hat oder ob er der Täter ist. Ich sag nur, ich habe ihn jetzt dort gesehen. Also ich kann jedenfalls ausschließen, dass es Pox ist. Der Pox war bei mir. Ich war gar nicht bei dir. Du warst eben gerade bei mir. Ich hatte niemanden in meiner Nähe. Ich bin unsichtbar. Dorian, was sagst du dazu? Ich kann es nicht beurteilen, ich skippe. Lol. Okay. Oh, ah, dann wissen wir ja, wer es war. Okay. Dann kann es ja auch entsprechend Black Moon gewesen sein. Kann sein. Muss auch nicht. Ich dachte einfach gar nicht. Oh. Achso, man kann glaube ich die falsche Karte führen. Wie gesagt, wichtig ist, dass die Toten ihre Aufgaben trotzdem weitermachen. Nochmal zur Information. Moment. Mach den Black Moon da. Ich beobachte dich jetzt. Ja, kannst du ja gerne machen. Ich habe dich gerade beobachtet, ob du irgendwo rauskommst, wo gerade eine Leiche. Was ist denn, wenn man die Aufgaben nicht macht? Ist ungünstig, weil die Teammitglieder sollten die alle erledigen, damit wir gewinnen. Gegen die Verräter. Okay. Ich hab doch Black Moon gar nicht irgendwie getötet. Reicht es, wenn einer überlebt? Ja. Es muss eine bestimmte Anzahl Spieler sterben, dass der Imposter, also der Verräter, gewinnt. Okay. Ja, weil wir dich ja dann nicht mehr auswählen könnten, wenn es eins gegen einer ist, weißt du? Ah, dadurch, dass ich dann Dorian getötet hatte. Und da fand ich es ganz gut, dass die Black noch nicht da war. Ne? Es war ganz praktisch, dass du und Darkling dann da an der Stelle waren. So, gut. Ich würde sagen, eine Runde passt noch. Würden wir jetzt zum Beispiel mit zwei Verrätern spielen und wir hätten dann nur noch zwei Mitglieder übrig, dann wäre das auch schon für euch gewonnen, also für die Verräter. Ah, okay. Und für die Verräter, es gibt sogenannte, bei mir steht Vent, ich glaube, besser gesagt, Luftschächte, die nur die Verräter hernehmen können. Ja, ja. Können sie sich einfach drinnen verstecken und dann irgendwo abhauen, sodass sie halt nicht gesehen werden.
Hast ja gesehen, habe ich bei dir gemacht. Ja, ich hab doch mit dem so, Benzinchen ist da, wunderbar. Dann gehen wir mal jetzt in die letzte Runde. Unter uns ist ein Verräter. Ich habe jemanden gefunden, aber ich habe leider niemanden gesehen. Also ich war gerade an welche Kabel da, aber keine ich Ahnung, bin dann war. Weiter nach unten gegangen. Ganz rechts oben war der Cafeteria. Also rechts. Ja, wie nennt sich das? Da, wo es die Asteroiden da abschießt. Ja, ja, da war ja. Ich mit ihm zuletzt und bin dann runtergegangen. Aber wer dann kam, keine Ahnung. Das war da, also war er noch am Leben. Okay. Also ich war irgendwelche Kabellage jetzt gerade. Keine Ahnung, was das war. Also und okay. Und ich habe mir mal wieder nicht gemerkt, wo ich bin. Und ja, ihr habt ja jetzt alle gesehen, dass es das Flitzinchen war, ja? Also von dem her, ich habe mich jetzt gesagt, du warst jetzt auch stumm geschaut. Ich habe meine Aufgaben gemacht, ich stehe direkt vorm Reaktor. Also wie gesagt, man kann es so machen, dass wir es jetzt erstmal überspringen und weitermachen, oder wir sagen, wir machen es Pflicht, dass wir wählen. Es ist eure Entscheidung, aber wen willst du wählen? Wir haben keinen gesehen. Ja. Und ich weiß mal wieder nicht, wo ich war, ich weiß nur, dass ich weiter unten gegangen bin. Also, du hast gesagt, dass du gerade noch mit ihm zusammen warst, auch wenn du sagst, ja, er war da noch am Leben, aber es könnte ja ein Heichwerte sein. Black Moon, warum sollte ich das sagen, wenn du gerade sagst, der da liegt da und ich sag noch, es ergibt ja keinen Sinn, warum sollte ich das dann sagen? Mach ich habe ja schon gute Sachen gehört bei anderen Spielern, die das geleugnet haben und ja, naja gut, spielen wir es mal weiter. Also ihr seht, auch das kann man hier entsprechend machen. Man kann hier Sachen überspringen. Ich muss jetzt hier trotzdem noch meine Aufgaben machen. Du bist tot, beende die Aufgaben zum Gewinnen. Ah, das ist schön. Jetzt darf ich sogar hier schneller sein. Heißt... Also das Team kann dann immer noch gewinnen, wenn ich meine Aufgaben erfülle. Auch interessant. Reaktorspitze. Okay, scheinbar wurde der Fehler behoben, die Reaktorschmelze. Ich habe jetzt noch keinen toten Körper wieder gefunden. Ah, komm. Wer ist gerade in der Klinik? Wie bitte? In der Klinik bin ich, warum? Ah, ich muss nach unten drücken, okay, gut. Oh, der Pox ist auch tot. Oh, der Dorian auch. Das heißt, das hat sich doch jetzt schon erledigt, ja. Also. Oh, oh. Flizinsen, ich beschuldige dich. Hallo, Wetter. Was ist denn da passiert? Ich war nämlich gerade an diesem Board, wo man sieht, wie viel, welche Leute in welchem Raum sind. Also man sitzt im Atmen. Aber ich habe gesehen, dass da jemand hin und her geswitcht ist. Durch die Schächte da. Und wenn du sagst, du warst in der Klinik, es war kein anderer in der Klinik, tippe ich ganz stark, dass du unser Verräter bist. Ja, also ich habe gerade wieder ein Kabel rumgespielt. Dann wähle Flizinchen, dann haben wir unseren Verräter gefunden. Ja,
Da haben wir unseren Verräter gefunden. Scheiße! Ab ins Werdein mit dir. Gut. So, liebe Leute, das war jetzt so ein kleines Let's Show von Among Us. Ich denke mal, wir werden jetzt noch ein ganz kleines bisschen weiterspielen, weil es uns wahrscheinlich gerade allen so ein bisschen Spaß macht. Ihr allerdings könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Werdet ihr euch die Switch-Version holen oder werdet ihr die kostenlose Android- oder iOS-Version nehmen oder werdet ihr die PC-Version nehmen? Oder werdet ihr dann auf die Xbox- oder PlayStation-Version umsteigen? Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei allen Kanalmitgliedern, die jetzt hier anwesend waren. Also Black Moon, Darklink, Pox, Plätzinchen und Dorian. Und sage dann bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor, haut rein. Tschö, tschö. Ab ins Homebanking mit dir jetzt. Tschüss.